Und damit war's mit dem Stapel Schmuggelware. Nummer 2. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg zu Nummer 3. Zerlegen und abhauen. Alles klar. Was müssen wir jetzt machen? Chateau. Okay, Stefan treffen, alles klar. Dafür haben wir bestimmt noch Zeit. Dafür haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Gerade noch was mit dem zu machen. Leider schaffen wir die Boston-Tea-Party vielleicht nicht mehr in dieser Folge. Ich kann ja mal kurz gucken. Gibt es noch andere Missionen? Die jetzt gerade offen geworden sind? Nein, sind sie nicht. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Noch, Stefan. Muss ich dich jetzt beschützen, oder was? Ganz ruhig, mein Freund. Oh, regardez! Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Ah. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rund. Ich mach dich kalt. Meine Güte. Genau so. Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Das kann nicht gut ausgehen. Wenn du meinst. Stefan, bitte. Halte ein und höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Na, Freunde. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Yeah.
Stefan, mein Freund, jetzt hör doch auf, Jung. Hör mal einmal zu. Sie vertrieben mich. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Ja, das stimmt. Meine Güte. Ankämpfen, aber doch bitte nicht so. Oh Gott, was ist passiert? Stefan, hör doch einfach mal auf mich, Jung. Anscheinend will er nicht auf mich hören. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Noch neue E-Mails erhalten. Schlüssel für Thron im Zentralboston erhalten. Mit der Fähigkeit an, da kann ein Rekrut zugeschickt werden, um die Zielperson zu eliminieren. Alles klar. Nee, warten wir einfach ab. William Johnson aktualisiert. Stefan Chapeau aktualisiert. Ja.
Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr genau schaffen, noch eine Mission zu machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Rekruten, was ja schon mal ziemlich fett ist. Würde ich einfach mal so behaupten. Was machst du denn? Alles klar. Ja. Und deswegen würde ich jetzt einfach den Part beenden. Und sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten kommentiert, abonniert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken. Whatever. Zeigt es euren Freunden auf dem Schulhof oder wo auch immer. Auf der Arbeit. Wo auch immer ihr seid. Hauptsache, ihr tut, was euch gefällt. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.